Heidi freut sich, denn sie hat kürzlich die Geschäftsführung eines Hotels im Ort übernommen. Damit öffnen sich ihr viele neue Türen. Allerdings muss sie sich auch vorsehen, denn insbesondere im Bereich Revenue Management ist die Komplexität in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen. Unter Revenue Management versteht man die Optimierung des Ertrags mithilfe einer langfristigen und strategischen Planung der Vertriebs- und Verkaufsaktivitäten. Der Themenbereich entwickelt sich stetig weiter, weshalb es wichtig ist, den Status quo und Trends nachvollziehen zu können. Heidis anfängliche Unsicherheiten sind nach Teilnahme des Moduls Revenue Management ganz verschwunden. Während des 6-stündigen Moduls, welches zum Projekt Tourismus 4.0 in Schleswig-Holstein gehört, hilft Dr. Sandra Bayer, Beraterin für Digitalisierungsstrategien der Managementebene und Geschäftsführung diverser touristischer Unternehmen dabei, sich neues Wissen im gesamten Bereich Revenue Management anzueignen. Vorkenntnisse werden hierbei nicht vorausgesetzt. Die Möglichkeiten, mit dem Thema Revenue Management im Unternehmen umzugehen, sind sehr vielfältig. Daher ist es mittlerweile auch für mittelständische Unternehmen von Relevanz, für die eigene betriebliche Situation abzuwägen, ob die Einführung eines Revenue Management Systems unter Profitabilitätsgesichtspunkten sinnvoll sein kann. Der Kurs selbst gliedert sich in 6 Hauptteile, in denen sie strukturiert an die Inhalte herangeführt werden. Im ersten Schritt lernen Sie, wieso man sich auch im Mittelstand inzwischen dem Themenbereich widmen muss, um seine Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen. Durch die Inhalte der Lerneinheiten werden Sie zwischen althergebrachten und neuen Möglichkeiten im Revenue Management differenzieren können. Außerdem lernen Sie, wie Sie Ihre eigenen Zahlen im Unternehmen zukünftig effektiver für die Preisgestaltung nutzen und auf dieser Basis Ihre eigene Unternehmenssituation hinsichtlich Preis- und Distributionspolitik genauer evaluieren können. Im vorletzten Schritt werden Sie an weitere profitabilitätsorientierte Aspekte wie dem Loyalty-Management geführt. Abschließend erhalten Sie eine Auswahl an Best-Practice-Beispielen für Revenue-Management-Systeme und können am Ende des Kurses Ihre erreichten Lernergebnisse anhand von Abschlussfragen überprüfen, um ein Zertifikat zu erhalten. Möchten Sie nun, so wie Heidi, Ihr erlerntes Wissen auf den eigenen Unternehmensalltag und die dortige strategische Vorgehensweise anwenden? Dann melden Sie sich jetzt für die kostenfreie Probephase im Jahr 2019 an und entdecken Sie unser gesamtes Angebot unter www.oncampus.de/t40.